Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Heute zeige ich euch wieder mal ein paar Star Wars Figuren einer anderen Art. Und zwar erschienen diese auch in Disney Parks zur Zeit der Star Tours und waren somit keine offiziellen Figuren gewesen, die, weil Disney zu dieser Zeit, also 2005 glaube ich war dies, Lucasfilm noch nicht aufgekauft hatte. Unter den Star Tours kamen verschiedene Figuren heraus, welche, wie gesagt, unter dem Namen Star Tours liefen und den allseits beliebten, in Amerika zumindest, Mr. Kartoffelkopf persiflierten bzw. umgekehrt. Mr. Potato Head kam in den 1950er Jahren, glaube ich, als Spielzeug schon heraus und hatte sein erstes großes Leinwanddebüt in den Toy Story Filmen. Diesem Prinzip betätigte sich Hasbro und Blazkool. Und zwar glaube ich erstmalig 2005 mit der Star Wars Collection innerhalb der Star Tours. Und diese Figuren bekam man fast ausschließlich nur in Amerika in den Disney Parks. Ich möchte euch aber jetzt auch nicht alle zeigen, da ich nicht alle habe. Und diese waren damals sehr schwer und sehr teuer zu bekommen. Und ich zeige euch jetzt nur die, die ich habe. Und blende gegebenenfalls ein paar Bilder ein. Wir haben hier als erstes Darth Vader, welcher ursprünglich natürlich einen anderen Namen hat. Und zwar hieß der hier Darth Tater. Alle Bezug nehmen auf eine Art Kartoffelgericht und so weiter. Und auf der Verpackung stand hinten dann auch drauf, May the Spout be with you. Übersetzungen blende ich dann mal vielleicht ein. Das Besondere an diesem Spielzeug ist, dass, wie schon der Name sagt, ein Kartoffelkopf ist, der hier auseinandergebaut werden kann. Machen wir mal kurz bei der ersten Figur zumindest. So sieht die Kartoffel dann auf, mit ziemlich viel Löchern, also Spielelementen. Und hier hinten ist bei den großen Kartoffeln zumindest eine Luke, bei dem dann noch massig an Accessoires dabei ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob alle Dinger dabei sind oder waren oder von anderen Figuren hier mit drin sind. Auf jeden Fall gehören immer die Ohren dazu, die man dann eben anbringt. Ein Mund, eine Nase und eben ein paar Augen. Und natürlich kann man dann die Arme hinbauen und die Beine. Mal kurz. So sieht ungefähr der normale Kartoffelkopf auf, hat hier oben dann noch einen Hut auf. Ich zeige mal kurz ein Bild. Naja, wie dem auch sei. Hat man mehrere Figuren, kann man natürlich dann einiges an Accessoires hier tauschen. Ich habe hier zum Beispiel einen von einem kleinen Kartoffelkopf, da kann man dann auch hier draufsetzen. Sieht natürlich dann recht witzig aus und das Spielwert ist, finde ich, allerdings recht klasse gemacht. Bei dieser Darth Vader Figur waren ja nicht nur diese angepassten Arme dabei, sondern auch eben hier diese Maske, durch den dann mit einem Stift jeweils das Augenpaar hineingemacht werden konnte. Muss man natürlich aufpassen, wo man es genau hinsetzt. Und
und dieser hatte einen Stoffumhang dabei, den man dem Mantel entweder hier an den Armen rumgibt oder eben hier einfach um den, in den Kopf hinein. Die Arme rum, dass die ein bisschen besser halten. Neben diesen Figuren, die da hinten aufgereiht sind aus der Star Tours Reihe, fehlen mir drei Stück. Einmal Prinzessin Leia, die ist hier mit Princess Tater benannt. Dann Yam Solo und halt der gerade unten rein. Yam Solo und Luke Skywalker. Und die habe ich nicht. Ich zeige mal Bilder natürlich. So, und hier haben wir noch die Helmschale. Wird hier oben aufgesetzt, auch mit dem Stift. Und schon haben wir den Darth Tater zusammengebaut. Die überschüssigen Teile wandern dann eben hier hinten rein. Klappe auf. Jetzt alle da mal rein dazu. Also lustige Sachen eigentlich. Ja, jetzt zeige ich euch die andere noch. Die zweite Figur ist ein Spout Trooper oder Spud Trooper. Und von diesen gibt es auch ein paar, habe ich schon mal in Tschechien oder in Polen gesehen, sogenannte Bootleg-Figuren. Die sind halt dann teilweise mit Elektronik ausgestattet, aber halt von der Originalform übernommen. Oder war sogar in Spanien, ja egal, Mallorca. Ja, auch diese Figur ist hier mit Steckteilen versehen. Und die Füße und der Helm ist eher zweigeteilt. Ja. Auch dieser hat hier hinten eine Klappe. Und bei diesen hier ist sogar eine Zunge dabei gewesen, beziehungsweise von einer anderen Figur übernommen. Dass man dann andere Sachen einfach mitbauen kann. Sogar die Waffe ist hier separat. Also für Kinder ist es schon ein schönes Spielzeug, aber was wollen Kinder damit? Also es ist Star Wars, also es ist ja Sammlerzeugs. Ne? Ganz klar. Die weitere Figur, die ich habe, ist hier Spuda Fett. Anlehnung an den Kopfgeldjäger Boba Fett. Und ja, dieser hat ein bisschen Probleme mit der mit den Halterungen. Also das Zeug ist halt Plastik, bricht dann irgendwann im Laufe der Zeit leider ab. Und die Halterungen, naja, okay. So. Dieser hat hier ausgeleierten Arm, aber das liegt unter anderem auch an der Waffe, die hier originalgetreu gestaltet ist und sie hat ihr, um ihn zu halten, einen kleinen Knubbel dran, genauso wie hier auf der Seite ein kleines Löchlein, um es dann eben so in die Hand zu geben, um etwas Halt zu bekommen. Wie gesagt, die Waffe selbst fällt oft heraus und hat dann Gewicht. Dementsprechend hält der Arm auf Dauer dann auch nicht so, wie er soll. Jetzt hält er natürlich, war ja klar. Und hier hinten sehen wir das nächste Problem, was ich bei der Figur habe, nämlich die Kolben hier hinten sind zu weit auseinander, beziehungsweise nicht lang genug. Und hält auch nicht richtig fest. Wir haben gerade gesehen, der Jetpack wird hier oben festgemacht mit den drei Löchern. Und wenn man den dann öfters eben mal hier anklipst, klackt das Ding hier rein. Der Helm ist ein komplettes Teil.
es aussieht. Füße weg. Aber trotzdem auch hier ist schön gemacht mit den ganzen Abnutzungsspuren und alles. Und die andere haben sie schon ein bisschen mitgenommen. Aber trotzdem tolle Figürchen. Der nächste Spießgeselle, William Willems Fraktur, ist ein Darth Maul, hier aber genannt Darth Mush oder Mesh. Diese Version kommt mit einem Stoffumhang, mit einer Kapuze, die man auch hier runter machen kann. Und ein bisschen verstaubt, das liegt daran, dass er eben schon bei mir etliche Zeit im Regal steht. Er kommt mit seinem typischen Doppelklingenlichtschwert, welches hier fest integriert ist. Und wenn wir den dann mal ausziehen, muss man hier den Arm abnehmen. Er hat hier im Gesicht natürlich dann, schaut er recht traurig aus, weil er die Zähne rausgenommen hat. Ach gut. Könnte es aber auch so rum machen, hat einen Bart. Also ganz witzige Ideen eigentlich. Und auch er hat hier eben einen kompletten Gesichtsaufsatz und geht ein bisschen schwer runter, weil die Augen dann stören. Und hier ist nichts drin, das habe ich dann wahrscheinlich beim Darth Vader drin. Das ist auch der Umhang. Kleiner Staubfänger, so filzig, stoffmäßig. Ja, aber nette Idee. Was hier immer noch auffällt, dass hier an den Masken zum Teil auch noch Löcher sind, die durchgehend sind, um dann vielleicht noch andere Accessoires anzumachen. Zum Beispiel hier wie oben. Das ist jetzt natürlich die Nase, aber okay. Die nächste Figur ist Chewbacca. Beziehungsweise Chewbacca und ist hier fast komplett neu. Teile dabei und auch eine ganz lustige Figur eigentlich. Der hat hier seinen kleinen Bowcaster, der auch fest integriert ist. Und hier unten, schauen wir ganz kurz, 2009, okay. Der hat hier seine Tasche dabei, die separat umgehangen werden kann. Witzig ist auch seine Nase. Und dieser fellbepackte Mund hier unten ist auch ein separates Teil. Angriff der Killerkartoffeln. Hier haben wir C3PO. Ich blende mal den Namen ein, wie er da in dieser Version heißt. Diese sind dann nämlich schon 2009 herausgekommen und haben hier unten dann zum Teil, also Neuauflagen, diese Unterhosen. Sage ich jetzt mal dazu. Also ziehen wir den jungen Mann auch mal aus. Zack, zack. Ja, komm schon. Ein paar Stunden. Also wir haben hier dann eine Schale, die hier mit einem Loch über den Schlitz gemacht wird. Und die Füße dann dazu. Kann man die Augen dann vorher am besten rausmachen. Ja. Ups. Das Besondere bei diesen Schalen dann ist eben, dass nicht nur die Füße alleine bewegt sind, sondern der ganze Kartoffel in sich
dann oben die Hüfte gedreht wird sozusagen. Und dann gab es noch zwei kleinere Kartoffelfiguren aus der Star Tours Reihe, und zwar einmal hier C3PO's Counterpart R2 Potato, welcher natürlich kleiner sein muss, und der ist auch schon hier 2002 Hasbro. Also das kann natürlich die Bestimmung sein von der Grundkartoffel her, darum will ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall sind in der Star Tours sind so 9 Figuren erschienen. Diese kleineren Kartoffeln unterscheiden sich natürlich nicht nur in der Größe, sondern auch in der Funktion. Sie haben hier hinten nämlich nur angedeutet einen Öffnungskanister. Ansonsten das Problem wie bei allen Hasbro-Figuren mit dem weißen Kunststoff, dass er auf die Dauer vergilbt. Interessant ist auch, dass hier ein Rad dran ist und hier unten nicht. Er hat hier oben noch zusätzlich einen Greifarm und die Kuppel ist fest integriert mit den Augen. Mit dabei eine Princess Tata Hologrammfigur. Nur bei diesem Set erhältlich war, und man kann so ein bisschen erkennen, wie ja, Princess Tata dann eben ausgeguckt hat, aber ich habe ja vorhin ein Foto gezeigt. Und hier bei dieser Kartoffelfigur waren dann natürlich hier diese kleinen Komplettgesichter dabei, die man hier einfach ins mittlere Loch steckte. Und vielleicht dann hier die Arme oder Ohren noch dazu. Aber ja, passen auch die von den großen Figuren rein, die Arme. So, schon mal eine kleine Besonderheitfigur. Und hier nochmal kurz ein Größenvergleich zu den großen Figuren und hier die kleine eben. Die letzte Star Tours Figur ist hier Master Mashta Yoda. Mashta Yoda. Auch wieder eine kleine Kartoffelfigur, die mit einem Stoffumhang wiederkommt. Auch dieses Lichtschwert ist hier fest integriert. Hier in der anderen Hand hat er seinen Gehstab. Und hier unten eben bloß das Gesteck, dass man ihn bloß einmalig hinstellen kann. Ihr habt ja gerade gesehen, wie die Kartoffel ausschaut, also lasse ich jetzt den mal angezogen, dass das Video nicht ganz so lang wird. Ja, auch eine kleinere Figur, ganz nice. Als nächstes zeige ich euch noch einige andere, die ich habe in meiner Sammlung. Wir haben hier einmal einen Luke Skywalker. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der einen speziellen Namen hat, ob der auch Luke Freywalker heißt oder wirklich bloß Luke Skywalker, da diese jetzt auch nicht unbedingt hier noch offiziell von Star Tours gewesen sind, zumindest nicht aus der gleichen Reihe. Zumindest von der Aufbau her ist es identisch und die haben diese Unterschale. Ja. Nachdem dieser Luke hier einfacher zu bekommen war oder günstiger als der Luke Freywalker, habe ich mir den hier eben geholt. Und als Jedi-Ritter, und er unterscheidet sich halt ein bisschen. Wir haben hier unten dann kompletten Schlitz. Arme gehen natürlich hier durch die Kleidung. Und er hat auch einen anderen Mund bekommen. Man sieht hier schon einen Unterschied. Das ist nicht nur ein Loch, sondern eben ein Schwung drin. Die anderen sind gleich geblieben. Diese Kartoffel unterscheidet sich auch von den normalen, also eine spätere Produktion eben. Und hier hinten kann man auch aufmachen. Schauen wir mal, ob da was drin steht. Play School, also neuere Produktion. 2.10? Nee.
Also ich sehe hier jetzt hat keinen. Also ich finde hier kein Bedruckungsdatum, allerdings ist es von Hasbro Europe. Deswegen war er auch günstiger wie die anderen, die es nur in Amerika gab. Und sollte eine neue Reihe einläuten. Vor allem als dann die Sequel-Trilogie in die Kinos kam. Das Lichtschwert ist hier herausnehmbar aus der Hand, die gerade runtergefallen ist übrigens. Ja, und das war bei den neueren ebenso. Deshalb gab es dann auch scheinbar eben diesen zu der Neuauflage der Filme, beziehungsweise Neuauflage, ja, zu den Sequels, nämlich hier Kylo Ren. Weiß auch nicht, ob der einen anderen Special-Namen hat, wenn ich einen finde, blende ich ihn ein. Auch er hier hat ein abnehmbares Lichtschwert. Diesmal hat hier unten wieder seine Schiene, also von Kartoffel doch ein bisschen unterschiedlich. Der eben vorher gezeigte Luke. Er hat eine Kapuze zum Abnehmen und eine Gesichtsmaske. Ebenso eine Art Umhang. Und er hat auch hier diese drei Löcher an der Seite. Also ist er einer von den neueren. Und er hat auch ein bisschen Zubehör bekommen. Auch mit dem anderen Mund eben. Die folgenden Figuren wurden dann wieder etwas kleiner, beziehungsweise die neu herausgebrachten. Wir haben hier Han Solo, diesmal in Form einer kleinen Kartoffel. Der ursprüngliche Han Solo war dann nämlich eine Großkartoffel gewesen, beziehungsweise Yam Solo. Und der hat halt weniger Spielwert. Kann hier auseinandergenommen werden. Ohren sind an den Haaren angesetzt. Gesicht hier ein kompletter Guss. Beine unten in einer Schale zum Drehen nur und das Hemd in zwei Teile geteilt und die Kartoffel eigentlich hier ein Stück Plastik. 2016, hier steht mal was drauf, also auch nach den Sequels bzw. nach das Erwachen der Macht. Und nun die letzte Figur, die ich habe, nämlich hier Princess Leia in Slave Outfit. Auch von 2016, denke ich mal. Es gibt noch, was ich weiß, einen BB-8 Droiden, welcher aber in einer Kartoffel bloß mit Helm jetzt nicht so berauschend aussieht. Darum habe ich mir den bis jetzt auch noch nicht geholt und ich weiß auch nicht, ob ich das mache. Ich blende mal ein Bild ein, wenn sie noch einen findet, aber gut. So, hiermit also Prinzessin Leia in Slave Outfit. Hab mir gedacht, die hole ich mir, weil ich noch keine Leia gehabt hatte. Und auch diese hier ist ähnlich wie Han Solo mit kompletten Teilen, die einfach nur reingesteckt werden. Keine Zusatzteile dabei gewesen, wo man ein bisschen Spielwert hat. Oh, schon ist Leia nackig. Sogar 2015 steht hier drauf, okay. Na gut, das war's. Schau, was das nächste Mal kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!